Hello and welcome back zu Pokémon Schild. Das letzte Mal haben wir gegen Mary gekämpft und heute, keine Ahnung was für ein Gegner. Ich bin vorbereitet, meine Crew ist vorbereitet und let's go. Ich will gar nicht so lange schnacken, wir ziehen es komplett durch jetzt. Also, den Kampf jetzt. Hopp! Hi! Ich muss gerade an den Beginn unserer Reise in Fulungam zurückdenken. Delin hat uns beide gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und schnapp mir jetzt den Sieg. Was ist eigentlich, wenn ich verliere? Ist denn das Spiel vorbei? Aber so weit wird es nicht kommen. Hoffe ich. Ach, hopp. Ach, Wolli. Hat sich weiterentwickelt. Unser Kampf im Garten ist kein Vergleich zu einem Match im Stadion. Das stimmt. Holzhammer! Hiya! Das ist okay. Kramoa. Och nö! Ich will auch Kramoa haben, aber meins ist ja weggestorben, dieses dumme Vieh. Nein, Kramoa ist cool, Mann. Hiya! Gut, Grimasse macht nicht weh. Okay, wie stark ist Holzhammer? Bohrschnabel, aua! Wie findest du das? Ich habe einiges aus Delions Kämpfen gelernt. Aha. Hiya! Oh. Okay. Effektiv, sehr effektiv. Okay, sehr effektiv. Pikachu. Here we go. Let's go, Pikachu. Oh Gott, okay, es tut nicht so allzu fest weh. Aber es paralysiert. Nice. Donnerblitz. Ich wusste, dass du das auf effektive Treffen aus bist. Ja. Ich bin so froh, dass es bei diesem Spiel dabei steht. Bei Pokémon Let's Go Pikachu hat es doch keine Ahnung. Ah, relax, oh nee. Ah, okay, nein, Pikachu. Try it. Donnerblitz! Ei, Kacke! Kacke! Wieso ist dieses Relaxo so stark? Okay, Spukball ist wirkungslos, effektiv. Ich habe nichts wirklich, was sehr effektiv ist, ne? Kacke! Das ist jetzt ein bisschen blöd. Holzhammer. Hi. Ja.
Sehr gut. Oh je. Au. Gut, ich mach nur ein bisschen Schaden. Trommelschläge. Hopp. Why? Warum hopp? Jetzt aber ist Relax so down, Mann. Bam, 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 bam. Sehr gut. Komm, Malm. Kacke. Ist der stark? Ich weiß es nicht. Aber ich muss zuerst mal Pikachu heilen. Manche fragen sich jetzt wieso, aber... Oh Gott, nein! Felsgrab. Okay. Das ist Elektro-Pokémon, oder? Gut, dann setze ich Pikachu, damit wir Gotrum heilen. Oh, die nehmen Vulcano. Mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen dumm erscheinen jetzt, aber er hat nur noch zwei Pokémon. Ich will, dass erstens Kamal auch die EP bekommt und zweitens, wenn er... Wenn er dann sein Pokémon Dynamaximiert und wir kein Gutes mehr haben, Gotrum ist gut, ja? Der kann auch nur Donnerblitz. Okay, weißt du was? Wir spielen das Spiel gemeinsam. Wetten, wenn ich jetzt Pikachu einsetze, macht einen anderen... Ist nicht effektiv. Oh Mann. I'm sorry. So. Fluch. Okay. Zögert den Sieg ein bisschen hinaus, ne? Aber ich will nicht, dass wir wegen unserem Pokémon dann aufgeben müssen. Gift-Hieb. Der kann auch noch Gift! Der muss sich auch nur so denken, so, what machst du hier? Ich habe einen Plan, okay? Hinterfrag das bitte nicht. Einfach nicht hinterfragen, okay? Wir setzen Vulcano wahrscheinlich eh nicht mehr ein, deswegen können wir einfach einen Paraheiler geben.
Okay, nun. So, jetzt können wir wieder richtig spielen. Außer jetzt setzt er eine unfaire Attacke ein. Gift-Tip, okay. Ach komm! So. Hydropumpe hat sehr gut. Ah, Kacke. Ich und der Clement nix da. So ein Sieg mit... Ja, okay. Ball. So was du nicht lassen kannst, Hopp. Ach Hopp, du bist einfach so sympathisch, ne? Oh yo. Na gut, wenn du das so willst, Hopp. Wenn du das so willst. Anfangsstarter gegen Anfangsstarter. So, Kampf der Giganten, Hopp. Yes! Wir haben gegen Hopp gewonnen, Mann! Ja, Mann! Yo. Vielen Dank mir. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Was? Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander zu dem Sieg gekämpft. Aber nur die allerbesten unter ihnen, nur den allerbeste unter ihnen darf das Final Turnier einziehen. Und dieser Trainer ist Miri. Ich weiß, Sania meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen ist die eigentliche
klar, dass du die Chance hast, etwas ganz Großes zu leisten. Miri, mein Glückwunsch an dich, Gottrum und dein ganzes Team. Oh oh. Miri, was für ein bewegender Kampf. Mir ist glatt die Träne gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen und habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hatte einfach alles verkörpert, was für mich ein wahrer Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder Erz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sag's ganz offen heraus, ich wünsche mir ganz von Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Miri. Genau, Miri, jetzt geht's richtig los. Ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken, Hopp. Komm, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du wählst irgendein x-beliebige Suppe. Ich will was Ordentliches zu essen. Oh Mann. Haha, okay. Mary und Hopp waren, so gesagt, unsere Rivalen. Wir haben beide besiegt, wir haben beide rausgeschmissen und oh, Miri! Challenger Miri! Ein Augenblick bitte! Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig! Wie jeder weiß, hat Delion, der Champ der Gala-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Das war nicht, also, das war nichts als Glück, stimmt nicht ganz, okay? Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Er wird immer mein Rivale sein. Er war ein starker Gegner, ich will mich bei ihm bedanken, ja. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen, natürlich. Ganz unter uns, denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen die ganzen unverschämten Fragen? Miri ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delion verabredet, also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich hab Mordshunger. Einige Stunden später. Wo steckt Delion bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in deinem Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Hä? Erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delion, klar?
Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir kein Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow. Wenn du immer auf Äußere achtest, wundert es mich nicht, wieso dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, er ist zum Tower Rose gegangen. Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Monorail. Ich soll euch auch richten, dass er etwas verspätet, weil er irgendwas mit im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, jetzt könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Miri und ich haben leider keine blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch einen kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will ja mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass ich wegen euch noch der Start des Final-Turniers verzögert. Außerdem seid ihr hier mir echt total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung gleich gleich Team Yale zusammen. Statten wir Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte! Nitz, vielen Dank! Jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig! Oh Mann! Was ist denn jetzt schon wieder? Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Übrigens, mega geiles Hotel, wenn ich das mal so sagen darf. Also, wie auch immer. Das war's mit dieser Pokémon-Schild-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über einen Kommi. Und ja, dann habt noch einen ganz schönen Tag, Abend oder wann ihr das Video auch immer schaut. Und ja, bye!